Grüß Gott und willkommen an einem sehr, sehr dunklen Winterabend. Also die Nächte im Norden, die sind dunkel und lang. Vor allem jetzt natürlich im Winter. Und diese Winternächte hat eine estnische Brauerei Pöjala in ein Bier hineingebraut und dieses in, ja, kann sagen, in der Ö-Ö-Flasche. Ö-Ö heißt angeblich Nacht. In dieser Flasche ist eine estnische Winternacht drinnen. Wir werden das gleich einmal ausprobieren. Ich habe das Bier in Estland kennengelernt und wir sehen, es ist wirklich, das ist schwarz. Ja? Und wie? Und hat einen, ja, dunkelbraunen, kaffeeigen Schaum und einen ganz, ganz intensiven Duft nach Karamell, nach Lakritze, nach ja, so ein bisschen angeröstetem Zucker vielleicht. Und im Geschmack Schokolade, Schokolade, Schokolade. Also das ist ein wirklich ausgezeichneter Vertreter des Baltic Porters. Ein Bier, das man auch, naja, bei 10,5 Volumenprozent, das würde man jetzt nicht sehr stark gekühlt trinken wollen. Das gehört bei, naja, nicht ganz Zimmertemperatur, aber ich würde es, wenn es 10,5% hat, nicht unter 10,5 Grad Temperatur trinken, vielleicht sogar ein Stückchen wärmer. Dann entfaltet sich dieses intensive Zucker- und Schokoladenaroma, diese Antrunk, natürlich am Obergaumen ein bisschen die Kohlensäure spielen lässt, aber dann im Wesentlichen süße Schokolade schmecken lässt. Und das ist ein ganz außergewöhnliches Bier. Das ist dieser Stil Baltic Porter, das ist ja das Bier, das am allerbesten zu einem Schokoladenkuchen dazu passt. Also ob das jetzt eine Sachertorte zum Beispiel ist oder ein Mud Cake in Amerika, das wären also so die für mich besten Kombinationen dazu, aber fast ist es zu schade. Wenn ich sage, ich habe das in Estland getrunken und da war das für mich einfach der Ersatz fürs Dessert. 10,5% bei dieser Vollmundigkeit, na, da muss man schon sehen, das ersetzt auch ein kleines Stück Torte schon. Und oft ist es besser, die Torte zu trinken, zu genießen, zu sehen, wie diese Biere, die im Baltikum diese lange Tradition haben, Baltic Porters, Russian Imperial Stouts, das ist alles so eine Familie von Bieren, die kräftig sind, die sehr, sehr starke Röstmalznoten von dem dunklen Malz haben und die nun darüber hinwegtrösten, dass die Nächte schwarz und lang und kalt sind, wo man drinnen sitzt und sein Bier genießen kann. Dann hat man genug zu tun mit sich und dem Bier und der Vorfreude auf das nächste Konrad Seidels Bier der Woche. Sind wir nächste Woche wieder dabei. Vielleicht haben wir dann etwas nicht so Winterliches. Herzliches Prost. Aber Estland könnte man schon aushalten.